Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen wieder in meinem Outdoor Office. Ich bin euer Anton und gleich geht's auch los mit Sonnen nur die perfekte Gesundheit. Dritter Praxisteil schon. Vorher möchte ich aber auch noch auf eine Zuschauerfrage eingehen, weil ihr seht ja alle, wie ich das hier mache. Mein Kameramann ist gerade mal 18 Monate alt, der wollte noch zu Hause bleiben. Die Dame von der Maske, die Kleine, ist gerade 100 Tage alt geworden. Die liegt noch im Bett mit der Frau von der Regie, die ihr vielleicht auch gerade Milch gibt. Und die Band wollte so früh auch noch nicht mitkommen. Vielleicht schaffe ich es ja auch ein bisschen entspannte koreanische Musik mit einzublenden. Soll aber heißen, ich bin hier eine One-Anton-Show und ich versuche das alles so gut wie möglich rüberzubringen mit der Begeisterung, die ich dafür habe. Und es kann halt sein, dass man manchmal irgendwelche Sachen nicht sieht, wegen der Distanz und weil ich von hier aus auch nicht so schön ranzoomen kann. Und die meisten haben ja auch das Konzept schon verstanden. Ich mache hier jedes Mal den allgemeinen Ablauf und füge immer eine neue Übung oder eine neue Information ein, dass wir wieder ein Puzzleteil haben, was das große ganze Bild uns Stück für Stück erschließen lässt. Und bei Sonne der perfekter Gesundheit, da gibt es keine Medizin. Wir haben keine Drogen, kein Ayahuasca, kein Peyote, keine Tabletten, sondern und auch keine Glücksspritze und solche Sachen, sondern es liegt alles in unserer Eigenverantwortung. Und wenn ich diese Übung auch nur einmal zeige, dann hoffe ich, dass ihr die dann seht und dass ihr die auch macht. Und wenn ihr vielleicht beim ersten, zweiten Mal noch nicht diese Energie spürt, dann haben wir auch das Glück, dann ist das alles auf Video und dann kann man sich das auch in ein paar Monaten oder so nochmal angucken, wenn wir schon weiter fortgeschritten sind. Aber der stete Prozess, die Wiederholung, die führt bei uns zu einem Lockerwerden, zu einem Freiwerden, zu einem Schmerzfreiwerden. Und es hilft natürlich auch bei akuten Sachen. Also ich habe da wirklich schon Wunderheilungen gesehen, die mit den Übungen, die wir hier auch sukzessive angehen und eine nach der anderen auch machen werden, die dann auch wirklich in Notfällen helfen kann. Allerdings, ich hoffe, dass ihr das ähnlich seht. Vorbeugung ist besser als Heilung und wir gehen ja auch viel weiter. Also wenn wir uns selbst befreien, sowohl körperlich als auch geistig, da haben wir ganz andere Möglichkeiten und da bitte ich euch, Geduld zu haben und Vertrauen in euch selbst und in eure eigenen Fähigkeiten, weil das wird fantastisch. Also das ist. Ich mache das nicht hier, nur so ein bisschen Yoga zu zeigen. Es sind Möglichkeiten auf dieser Welt, die sind wirklich die unbeschreiblich. Die müsst ihr selbst erfahren, sonst werdet ihr mir das nicht glauben. Und aus Bayern kam diesmal die Zuschauerfrage, dass das nicht richtig gesehen wurde mit dieser Bakterien- und Virenvorbeugung nach taoistischem medizinischem Bild. Und deswegen möchte ich es nochmal kurz, also wir haben gesagt, wir sollten am besten immer komplett gesäuberte Hände haben, bevor wir diese Übung auch machen. Also hier schon physisch. Länger als eine Minute Hände waschen ist total super, ist nicht übertrieben. Und dann hatten wir diese tollen Übungen, Greifen. Das hatten wir beim letzten Mal 36 Mal in jede Richtung gemacht. Da macht es schon richtig Spaß. Und dann hatten wir 100 Mal geklatscht. Hände schön aufgewärmt. Und hatten uns die dann auf die Augen gelegt und das Gesicht gebügelt und solche Sachen. Jetzt komme ich ein bisschen näher. Und wir haben dann die Medizinfäuste gemacht. Und zwar machen wir dazu den Daumen rein und so. Und so tun wir nicht weh. So können wir uns abklopfen. So ist das Heilprozess für unseren Körper. Und die Viren, Bakterien, die gehen ja über Nasenschleim, Mundschleimhäute runter und bis die inneren Organe angegriffen werden, das dauert ja immer eine Inkubationszeit. Und während dieser Zeit, da sind die noch hier oben im Rachenraum und können nach taoistischer Lehrauffassung noch abgefangen werden. Und dazu machen wir unsere Medizinfäuste und legen die uns so an den Hals, machen den Kopf ein bisschen nach vorne und verbleiben so 3 Minuten. Und dann geht die Erkältung raus. Und
viele von euch werden das auch spüren nach ein paar Mal machen. Und dieses Machen, das kann halt wirklich auch Monate und Jahre sich hinziehen. Deswegen bitte ich euch um ein bisschen Geduld. Und die zweite Sache war, wir haben gesagt, dass wir auch unsere Hände sollen wir auch immer warm halten. Hände immer warm halten, Füße warm halten, Herz warm halten. Das sollte weder zu kühl sein noch zu heiß. Und wenn hier Energiestaus sind, dann werden wir die los, indem wir hier über unseren Finger, also da, wo die Fingernägelanfänger sind, da drücken wir rein. Und wir merken auch, also bei den meisten wird es wahrscheinlich wehtun, weil das sind jetzt Lunge und Dickdarm. 5 Sekunden. Ja, 5 Sekunden loslassen. 5 Sekunden reindrücken. Und das machen wir bei allen Fingern. Und immer genau dort, wo der Fingernagel aufhört. Und ja, das ist so viel zu der Zuschauerfrage. Vielen lieben Dank. Und ja, wenn ihr was nicht seht, schreibt mir, lasst einen Kommentar da, irgendwas, dann gehen wir da genauer drauf ein. Ansonsten gehe ich immer davon aus, es wurde gezeigt, es kann sich wieder angeschaut werden. Und ja, ich werde versuchen, weil wir können ja nicht jeden Tag und jeden Monat so eine Videos uns hier anschauen. Es ist ja auch, wenn ihr das ein paar Mal gemacht habt, ihr habt die Übungen. Ihr nehmt die in euch auf und die neuen Sachen erkennt ihr dann auch und sagt, ah, das ist ja interessant und oh, da hat es ja richtig gekribbelt. Das werde ich beim nächsten Mal auch nochmal machen und werdet ja sehen, wie schnell es da weitergeht und wie bald wir da auch zu Erfolgen kommen werden alle. Ja, deswegen möchte ich jetzt ohne weitere Umschweife einsteigen. Ich bitte euch wieder, natürlich, wenn ihr die Hände noch nicht gewaschen habt, macht da kurz Pause bitte, wascht euch nochmal die Hände schön. Und wir werden jetzt loslegen. Frauen, Männer, wir wissen, wie wir die Hände über unseres Energiezentrum Dungeon legen. Ich bitte euch, die Augen zu schließen. Die Vereinigung der Augen schaut auf die Nasenspitze. Von der Nasenspitze auf den Bauchnabel. Vom Bauchnabel ins untere Energiezentrum. Wir konzentrieren uns auf unser unteres Energiezentrum. Wir horchen in unser unteres Energiezentrum. Wir lassen unsere Energien langsam das schön runter hineinfließen. So, ich hoffe, die ersten fühlen sich jetzt schon viel stressfreier als vorher. Begrüßen wir uns nochmal. Hallo. Und jetzt legen wir los. Wir haben gesagt, die Zehen zeigen immer ein bisschen zur Mitte, dass wir nicht wie Enten unsere Energie an alle rausgeben, sondern die Energie schön für uns konzentrieren. Machen wir die Hände nach oben. Und wenn ihr natürlich so draußen seid, unter so einem tollen Nadelbaum wie hier, werdet ihr auch viel schneller spüren, wie die Energie vom Himmel in uns einfließt. Und los. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18 und zur Seite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und Gelenke auflockern. Ui, jetzt kommt der Hubschrauber lang. Nach oben schön. Mitte. Nach unten. Oh, schön. Oben. Zur Seite. Ich hoffe, es knackt bei den ersten auch schon so schön wie bei mir. Nach unten. Mitte. Oben. Unten. Mitte. So, jetzt klopfen wir uns wieder ab. Den Zorn und den Ärger hier raus über dem Hüftknochen. Da werdet ihr merken, tut ein bisschen weh. Kann passieren. Und wieder über irgendwas aufgeregt. Und runterschlucken, also Ärger runterschlucken, ist noch schlimmer als den rauslassen. Also auch das können wir so uns ein bisschen befreien davon. So, 18. Zur Seite wieder. Schön lange durch den Mund ausatmen. Einatmen, zurück zur Mitte, andere Seite. Einatmen zur Mitte, nach unten ausatmen. Einatmen zur Mitte, nach oben ausatmen. Zur Seite. Einatmen zur Mitte, zur anderen Seite. Lassen wir schön die Schultern fallen, machen das Kinn auf die Brust und langsam schöne große Kreise. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Andere Richtung. Eins. Hals raus und öffnen die Brust. Weil wenn die Brust geöffnet ist, dann hat die Lunge viel mehr Platz und dann kann auch viel mehr Sauerstoff und viel mehr Energie hineinkommen. Und ja, dadurch sind wir halt energetisch besser aufgestellt. Jetzt machen wir noch den Kopf zur Seite und zur anderen Seite und hin und her und hin. Ziehen wir die Schultern hoch und machen schnelle Kreise. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und andere Richtung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
So, jetzt fangen wir an mit den Massagen. Da komme ich ein bisschen diesmal hier näher, dass es besser zu sehen ist. Und zwar fangen wir an im 7. Wirbel, also das da, wo der Hals auf Brustwirbel übergeht. Massieren ihn schön, haben wir auch schon gesagt. Da kommt der ganze Neid. Jetzt gehen wir höher und greifen einmal schön fest zu. 5 Sekunden. Lassen los, gehen ein Stückchen höher, greifen zu. Lassen wieder los, greifen wieder fest. Lockern es auf. Sehen wir die andere Hand. Greifen schön, machen es schön fest. Lassen wieder los, gehen ein bisschen höher. Greifen fest. So. Lassen wieder los, gehen wieder ein bisschen höher. Und lassen wieder los. Jetzt haben wir hier unsere Einbuchtung und unter dem Schädel anfangen. Und da können wir schön tief unsere Finger reinstecken. Schön massieren. Kreisende Bewegung. Ein bisschen höher. Unser Sehzentrum. Gehen jetzt von hier mal zur Seite. Zum Kieferknochen. Gucken wir hier. Ich hoffe, das ist jetzt gut sichtbar. Hier sind auch diese Einbuchtungen. Kommen wir hier wieder so ins Bild ein bisschen. Dann gehen wir jetzt hier runter. Immer weiter das Kinn runter. Machen jetzt mit unserem Daumen hier beim Zungenansatz. Schön reindrücken, massieren. Mal die Drainage. Fangen jetzt an, uns mit den Handflächen schon mal ein bisschen die Durchblutung anzukurbeln. Hier ganz kleine Ohrfeigen, Backpfeifen. Jetzt machen wir Krallen und machen mit den Krallen Dollar, also die Auflockerung der Schädelplatten. Im Gesicht. Denn was immer schön ist, die Augen. Augen sind ja verbunden mit der Leber. Nehmen wir die Daumen und drücken die wirklich hier runter. Die Augen, das werden wir jetzt auch in den Theorie-Teilen haben. Wer Probleme mit dem Sehen hat, also was ja auch hiermit besser gemacht werden kann, das hat auch oft seelische Gründe. Die sind in der frühesten Kindheit, wenn wir uns beim Stillen mit den Augen unserer Mütter verbinden wollen. Weil wir nehmen ja nicht nur diese stofflichen Sachen auf, die natürlich super sind alle in der Muttermilch, sondern wir wollen auch uns mit ihrer Energie verbinden. Und bei vielen klappt das nicht, weil die Mütter gucken dann auf ihr Handy. Die geben gar keine Milch, sondern geben dann Milchpulver. Und dann können wir so nicht richtig die Energie fließen lassen. Und machen dann schon die ersten Blockaden uns selbst, wie wir das erklärt haben, in der Verdrängung. Und deswegen ist es ein ganz guter Prozess, also hier unsere Augen wieder zu energetisieren und wieder ein Strahlen in die Augen reinzubekommen. Ja, das ist
Dafür werde ich noch diverse Übungen zeigen, weil das lohnt sich. Und da möchte ich auch an dieser Stelle, wo wir gerade dabei sind, das gibt auch Praktiken, das dritte Auge zu öffnen. Und eine davon ist, wir setzen uns vor eine Wand, handbreit, und machen dort eine Münze hin und schauen die Münze ganz lange an. Und dann werden wir vielleicht irgendwann sehen, ja, ihr werdet sehen, was dann passiert. Das ist auf jeden Fall eine Übung, mit das dritte Auge zu öffnen. Und viele möchten das ja auch gerne machen. So, dann machen wir jetzt weiter hier. Stellen wir uns wieder hin. Schon gerade das Gelände ist ein bisschen schief. Machen wir wieder. Wir nehmen die Energie vom Boden auf. In der Einatmung, in der Ausatmung führen wir unsere elektromagnetischen Hände an unserem Körper vorbei. Einatmen, ausatmen, zwei. Einatmen, ausatmen, drei. Und irgendwann werdet ihr das spüren, wie die Energie kommt. Geduld und herzlichen Glückwunsch an die, die jetzt schon soweit sind. Zehn, 14, 15, achso, wir haben den Bauch immer einziehen beim Einatmen, aufblähen beim Ausatmen, 16, 17 und 18. Jetzt nehmen wir wieder die Finger und machen wieder unseren Test unserer Brüste auf Knoten, kreisen nach vorne, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. An Richtung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Jetzt gehen wir damit wieder hier in unsere Einbuchtung. Auf Schlüsselbein heißt das. Und öffnen wir den Brustkorb nach oben und zur Seite nach hinten. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, 7, 8, 9, 10, schön den Brustkorb öffnen, 11, 12, 13, 14, 16, 17 und jetzt nochmal alles und ganz langsam und genießen. Warum? Ah, sehr schön. So, nochmal ein bisschen zusammenstecken. Jetzt hier Hände über Kreuz, nach hinten, Hände öffnen. Wumm. Also Wumm heißt nach hinten ziehen und sich, also ihr werdet wahrscheinlich bald hören, wie viele Wirbel sich dabei wieder in die richtige Position bringen. Also eins, zwei, hui, drei, vier, fünf, sechs, sieben,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 1, 2, das ist wie das Ausbringen eines Handtuchs. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Jetzt hören wir die Energie auf und auf unseren siebten Lendenwirbel. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, und 2, und 3, und 4, und 5, und 6, und 7, und 8, und 9, und 10, und 11, und 12, und 13, und 14, und 15, und 16, und 17, und 18. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Oh, um es gerade zu kriegen, ist doppelt gezählt. Bis 10 jetzt eigentlich. Jetzt nehmen wir wieder den Ball. Wir tun so, als ob wäre hier so ein Ball. Und viele spüren noch irgendwann den Energieball. Ziehen ihn nach unten. Verschränken. Hinterm Kopf die Finger und. Ich hatte schon mal als Tipp gesagt, wo wir am Anfang hingucken, gucken wir danach auch hin. Okay, machen wir das doch mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Entschuldigung, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 und 18. Andere Richtung. Ball runter und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 und 18. So, ein bisschen ausschütteln. Und jetzt machen wir eine Übung, die ist auch schön. Das heißt immer die Famosa della Nuella. Also das ist die berühmte Übung bei uns. Und ich überlege mal kurz, aus welcher Richtung ich die mache. Wir nehmen dafür die Finger, zwei Finger machen wir so, schließen die Hand drumherum. Und dann nehmen wir die Beine auseinander und werden uns runterbeugen. Und wichtig ist immer, beim Ausatmen wird der Bauch aufgebläht. Beim Einatmen wird der Bauch zusammengezogen. Kontraktion und Expansion. Kontraktion, Expansion. Und das führt dazu, also es gibt erstmal hier Bauchmuskeln und vor allem auch in unserem Dungeon, der kann dadurch schön wachsen. Also ich habe mich jetzt vergewissert, dass man das auch richtig sehen kann. Hier, also wir nehmen die Finger in die Hand und die Füße zeigen wieder ein bisschen nach innen. Und ihr guckt vielleicht jetzt beim ersten Mal
und beim nächsten Mal könnt ihr dann mitmachen oder spulen dann nochmal zurück. Ich werde erstmal den ganzen Ablauf ansagen und das, weil ich halt kopfüber bin, lässt sich das jetzt wahrscheinlich auch ziemlich schwer machen. Ich versuche einfach mitzuzählen und ja, guckt einfach mal. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 und 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 und 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 18. Mit den Ellbogen auf dem Boden. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 und 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, so und jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Unten bleiben. Das geht hier zusammen mit den Füßen. Warten, bis sich die Atmung wieder legt. Es dauert bei manchen ein bisschen länger. Erst dann stehen wir wieder auf, dass wir hier nicht umkippen. So, also das ist wie gesagt eine sehr gute Übung, um den Dungeon, um den richtig auszubilden und größer zu werden, um mehr Energie zu haben. Das ist wie eine Pumpe, die nach unserem ganzen energetischen Kreislauf anheizt. So, jetzt gehen wir zu den unteren. Machen wir unseren Passito-Tum-Tum, unseren Tum-Tum-Schritt. Hier so ein bisschen hin und her, zur Seite, links und rechts und links und rechts. So, jetzt wieder die Hüfte, die Leiste. Ein bisschen dehnen. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 und Hüftkreisen. 1,
Also wir kreisen über dem Beckenknochen. Also über dem vom Oberschenkel, über dem Oberschenkelknochen kreisen wir. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 und andere Richtung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 und 18. So, sind wir alle fit für Samba? Vorher Knie und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Strecken nach innen. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Strecken. Beine zusammen. Ebene Stelle suchen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Strecken. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Und die Hände schön aufreiben. Ganz so schönes Erhitzen. Über die Knie. Und noch einmal. Bisschen glühen. Und seitlich. Wunderbar. Jetzt Knöchel. Den Fuß nach hinten. Hände in die Seite. Und 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Andere Richtung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Und den nach hinten klopfen, nach vorne. Schön. Anderer Fuß. Und 1 und 2 und 3 und 4, 5 und 6 und 7 und 8 und 9 und 10 und 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Und andere Richtung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Und koreanische Sitzposition einnehmen. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Andere Richtung. Andere Seite. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Und zurück. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Läufer, Sprinter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Andere Richtung. 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. So. Vielen lieben Dank. Und heute wollen wir jetzt auch einsteigen und zum ersten Mal die ersten Qigong-Übungen machen. Und das wird Qigong de Purification, also das Reinigungs-Qigong.
Und dazu bitte ich euch, erstmal einmal wieder kurz zuzuschauen. Ich mache die Sachen vor und dann machen wir die einmal gemeinsam zusammen. Also am Anfang machen wir wieder die Hände auf unseren Danyong, schließen die Augen, vereinigen die, gucken auf unsere Nasenspitze, von der Nasenspitze unser Brustchakra, Danyong, von da aus auf den Danyong. Konzentrieren uns darauf, dann nehmen wir unsere Zunge an den Gaumen. Also ihr werdet da hinten merken, könnt ihr mal testen, dann wird es irgendwo weich. Und das ist auch eminent wichtig, um den Speichel zu bilden, den süßen Speichel, wird das genannt, woraus der Körper dann körpereigenes Insulin produziert. Und zwar das, was dort produziert wird, ist dieser Grundstoff dafür, die Amylase. So heißt das auf Spanisch oder Englisch. Ich hoffe, das ist auf Deutsch auch so ähnlich. Amylase vielleicht. können wir gucken. Das ist auch später bei allen Meditationen so, um diesen süßen Speichel und das körpereigene Insulin bilden zu können, legen wir unsere Zunge hinten auf den Gaumen. Dann fließt auch die Energie dort richtig. Und wenn die Energie richtig fließt, kommt das hier rein, dann öffnen wir die Beine. Dazu gehen wir einmal auseinander, noch ein Stück auseinander, noch ein Stück auseinander. Und wir bleiben stehen in dieser Position, wo wir ein bisschen nach unten gebeugt sind. Das ist am besten immer, wenn man eine ebene Fläche hat. Ich hoffe, ich sehe jetzt hier gerade, mein rechter Fuß scheint ein bisschen höher zu sein als der linke. Im Optimalfall habt ihr eine ebene Fläche. Füße zeigen nach innen, ihr seid entspannt und ja, je tiefer, desto besser. Desto besser ist es für euer Körper, für die Reinigung und für den Aufbau und für die Stärkung des Energieflusses. Und dann fangen wir an. Wir machen die linke Hand nach vorne im rechten Winkel. Die bildet hier exakt einen rechten Winkel. Machen wir die rechte Hand. Machen wir beide Hände. Machen wir beide Hände zur Seite. Gehen wir nach oben. Gehen wir nach unten. Nehmen wir zur Seite, zur anderen Seite, gehen wir mit einem Daumen in den Bauchnabel, der anderen Hand vor die Stirn, wechseln, und haben dann das Qigong der Reinigung, der Purifikation. Die Spanier drin, ist alles oben. Entschuldigung, das Reinigungs-Qigong. Die Deutschen machen gerne ein Wort daraus. Haben wir dann erstmal kennengelernt. Und wir merken dann auch, ich hoffe, wir merken das, wie die Energien durch unsere Hände fließen und durch unseren Körper fließen. Und wenn ihr das beim ersten Mal, beim zweiten Mal, beim dritten Mal nicht merkt, Geduld, Übung macht den Meister, Step by Step, nicht alles sofort erwarten, nichts erzwingen, es kommt alles von selbst. Und jede dieser einzelnen Positionen macht man bis zu 3 Minuten. Wir werden jetzt ungefähr 1 Minute pro Position versuchen und darum bitte ich euch jetzt locker hinzustellen. Frauen wieder erst die rechte, dann die linke Hand. Männer rechte auf die linke Hand, auf den Danyong, der 3 Finger breit unter eurem Bauchnabel ist und 5 Finger breit da drin. Schließt bitte die Augen. Macht eure Zunge hinten oben auf euren Gaumen, an euren Gaumen. Die Vereinigung der 2 Augen
Schaut auf die Nasenspitze. Von der Nasenspitze zum Herzzentrum Danjung. Weiter zum unteren Bauchzentrum Danjon. Unsere Konzentration ist in unserem unteren Bauchzentrum. Wir hören in unser unteres Bauchzentrum. Wir sehen in unseren Danjon. Wir fühlen in unseren Danjon. Wenn ihr das jetzt schon einige Male gemacht habt, dann lasst ihr bitte die Augen geschlossen. Oder wenn ihr möchtet, dann lasst die bitte geschlossen. Ansonsten zu Übungszwecken, um die Abläufe reinzukriegen, können wir auch die Augen aufmachen. Wir öffnen unsere Füße. Atmen schön in den Bauch, in den unteren. Nehmen die rechte Hand an unsere Seite, Puño Medicinal. Die linke Hand strecken wir nach vorne aus. Sie zeigt lotrecht auf den Boden, während unser Arm parallel zum Boden ist. Wir spüren in unserer Hand. Mit den Knien gehen wir etwas nach unten. Die Fußspitzen zeigen zur Mitte, nach vorne zur Mitte, so dass wir entspannt stehen können und konzentrieren uns auf den Energiefluss, der vom Himmel über unseren Kopf zum Arm fließt. Fließen sowohl Energie als auch Geist, als auch die Essenz des Himmels. Durch unsere Füße fließen Energie, Essenz und Geist der Erde. Sie vereinigen sich mit unserer Energie, unserem Geist. Und unsere Essenz. Nehmen wir die linke Hand langsam zurück. Nehmen sie an die Hüfte. Führen die rechte Hand nach vorne. Und spüren, wie die Energien, Geister und Essenzen von Himmel und Erde sich mit unseren vereinen und durch unseren Körper strömen. Ein großer Teil unserer Konzentration bleibt die ganze Übung über auf unserem unteren Energiezentrum im Danjon.
Jetzt nehmen wir wieder die Hand zurück, vereinigen unsere Energien und gehen mit beiden Händen nach vorne. Wichtig während der ganzen Übung ist auch, dass unsere Füße sich nicht bewegen, sondern stehen bleiben auf dem Fleck, wo wir verbunden sind mit Mutter Erde. Konzentration auf den Dungeon und spüren, wie die Energie fließt. Himmel, Erde, Mensch vereinigen ihre Energien, ihre Essenzen und ihre Geister oder ihre Seelen. Gehen wir langsam mit unseren Händen zurück, vereinigen unsere Energie, schieben nach vorne, gehen zur Seite. Wir kommen mit den Händen wieder zu unserer Mitte, gehen nach oben. Wir denken oder sind mit unserer Energie in unserem unteren Energiezentrum in Dungeon. Die Zunge berührt unseren Gaumen. Wir spüren die Energie des Himmels durch unsere Hände einfließen. Wir spüren die Energie der Erde durch unsere Füße einfließen. Sie mischen sich im Dungeon.
führen die Energie wieder zur Mitte. Nach unten. Wir konzentrieren uns auf unser unteres Energiezentrum, den Dungeon. Spüren, wie uns die Energie des Himmels und die Energie der Erde durchfließen. Wir kommen wieder zu unserer Mitte. Diesmal die linke Hand nach unten, die rechte Hand nach oben. Die Hände sind parallel zur Erde, zum Himmel. Wir konzentrieren uns auf unseren Dungeon. Spüren, wie uns Energie, Essenz und Geist durchfließen, sich mit unserer Energie, Essenz und unserem Geist vereinen. Wir kommen wieder zu unserer Mitte. Führen diesmal die rechte Hand in Richtung Erde, die linke Hand in Richtung Himmel. Die Zunge bleibt an unserem Gaumen. Die Füße bewegen sich während der ganzen Aktivität nicht ein Millimeter. Sie bleiben verbunden mit der Erde.
kommen wieder in unsere Mitte. Nehmen diesmal die linke Faust als Medizinfaust an die Seite. Drehen uns mit dem Oberkörper nach rechts. Bewegen die Füße dabei kein bisschen. Bleiben konzentriert auf unseren Dungeon. Kommen wieder in unsere Mitte, nehmen die linke Hand nach vorne, die rechte Hand an unsere Hüfte, drehen die Hüfte ein, spüren in unseren Dungeon. Lassen die Energien fließen. Wir kommen wieder in unsere Mitte, lassen die linke Hand vor unserem Bauch, die rechte Hand nehmen wir vor die Stirn. Wir können auch gerne den linken Daumen in unseren Bauchnabel stecken. Je tiefer wir bei dieser Übung mit unserem Oberkörper gehen,
Also je mehr wir die Knie beugen, desto besser ist das für unsere Gesundheit. Unsere Atmung ist passiv, schön ruhig und gleichmäßig. In jedem Fall sanft und geräuschlos. Zu unserer Mitte und wechseln. Nimm die linke Hand vor die Stirn und die rechte Hand vor unserem Bauchnabel. Unsere Konzentration bleibt in unserem Dungeon. Drei Finger breit unter dem Bauchnabel. Fünf Finger breit nach innen. Energie durchfließt uns. Frische Energie kommt vom Himmel und von der Erde. Verbrauchte Energie verlässt den Körper. Kommen wieder zu unserer Mitte und legen die Hände auf unseren Dungeon. Jetzt gehen wir langsam mit den Füßen zusammen, bleiben mit den Beinen ein bisschen eingeknickt, sodass wir ganz entspannt gerade stehen können. Wir fangen jetzt an, aktiv zu atmen. Dabei werden wir bei der Einatmung den Bauchnabel bis hinten an die Wirbelsäule ziehen. Und
bei der Ausatmung den unteren Bauch aufblähen. Einatmung zusammenziehen. Ausatmung aufblasen. Einatmung nach innen. Ausatmung nach außen. Unsere Atmung ist dabei sanft und geräuschlos. Einatmung, unteren Bauch einziehen. Ausatmung, unteren Bauch entspannen und ausdehnen. Einatmung, Bauch einziehen. Ausatmen, unteren Bauch entspannen und aufblasen. Einatmen, unteren Bauch einziehen. Ausatmen, unteren Bauch aufblasen nach außen. Einatmen nach innen. Ausatmen nach außen. Einatmen, unteren Bauch nach innen. Ausatmen, unteren Bauch ausstrecken. Einatmen, unteren Bauch nach innen. Ausatmen, unteren Bauch entspannen und die Wärme spüren, wie sie dort einfließt. Einatmen, unteren Bauch einziehen.
Ausatmen, unteren Bauch entspannen und die Wärme genießen. Einatmen, unteren Bauch einziehen. Ausatmen, unteren Bauch entspannen. Nach außen. Wir atmen jetzt unbewusst und sanft weiter. Lösen unsere Zunge vom Gaumen, lassen den Mund geschlossen und holen mit der Zunge aus jedem Winkel unseres Mundes den süßen Speichel. Formen den zusammen und schlucken bzw. schicken den in drei gleichen Teilen. Teil 1 an das Herzenergiezentrum, den Danjung. Im zweiten Teil schicken wir an unseren Magen. Den dritten Teil schicken wir in unser unteres Energiezentrum, den Dungeon. Die Vereinigung der zwei Augen schaut auf die Nasenspitze, von der Nasenspitze auf das Herzzentrum, den Dungeon, vom Dungeon auf den Dungeon. Wir konzentrieren uns auf den Dungeon und lassen dort drin einen Wirbel entstehen. Und der Wirbel ist erst ein langsamer Strudel, der wird immer enger und kleiner und schneller. Immer kleiner und kleiner und kleiner und kleiner und kleiner. Mit einer Kontraktion, mit einem Zusammenziehen des unteren Bauches, speichern wir die gewonnene Energie. Vielen lieben Dank. Ich hoffe, ihr seid jetzt schön ruhig, entspannt, genießt die gewonnene Ruhe bei euren folgenden Aktivitäten in der schönen Gewissheit, etwas Gutes für euren Körper getan zu haben. Vielleicht nutzt ihr die gewonnene Ruhe auch gleich, um noch ein bisschen in euch hineinzuschauen, in eure Körper. Seid ihr überall entspannt? Gibt es irgendeine Stelle in eurem Körper, die sich vielleicht noch ein bisschen entspannt, gespannt anfühlt? Könnt ihr die mit euren Gedanken lösen? Vielleicht möchte der ein oder andere auch gleich die Ruhe nutzen, um ein bisschen zu meditieren. Das ist dann ähnlich. Ich empfehle euch, das wieder mit der Einatmung und Ausatmung, der Konzentration darauf
weiterzuführen. Ihr könnt dann auch noch in andere Stellen eures Körpers einatmen und ausatmen, euch auf diese konzentrieren, schauen, was passiert. Vielleicht wird es da ja schon warm. Auf die einzelnen Organe einatmen, ausatmen. Geht zu entspannen. Ja. Und ansonsten die gewonnene Ruhe genießen und entspannt sich den nächsten schönen Aufgaben widmen. Ich hoffe, es hat euch sehr gefallen. Ihr genießt die Ruhe und wir sehen uns bald wieder. Viel Spaß, in Liebe, euer Anton.